Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer an der 5. GLCI-Konferenz, ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, mein persönlicher Versuch, gestern Abend der Letzte zu sein, der ins Bett geht, ist kläglich gescheitert. Also gegen 3 Uhr nachts gab es hier noch einige Gestalten, die selbst nachdem sie aus der Champions Bar rausgeworfen worden waren, noch in der Lobby herumlungerten. Aber ich glaube, Sie stimmen mir alle zu, die jedenfalls da waren. Es war ein toller Abend mit vielen Möglichkeiten, gute Gespräche zu führen. Ja, im Namen des Vorstands noch einmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass wir ja wieder nach einem Jahr zusammenkommen können. Ich freue mich auch, wenn ich vom Vorstand spreche, Ihnen auch an der Stelle Sie darüber informieren zu können, dass wir gestern in der Mitgliederversammlung mit Herrn Markus Lenzler und Herrn Gerald Goga zwei neue Mitglieder im Vorstand gewinnen konnten, die Arbeit des GLCI tatkräftig unterstützen werden. Darüber freue ich mich sehr. Ich möchte zu Beginn einige Informationen an Sie weitergeben. Zunächst einmal zu der Frage, wer ist eigentlich heute hier? Ich mache das ja immer ganz gern zu Beginn der Konferenz. Wir führen immer so eine kleine Statistik, damit wir uns vergegenwärtigen, wie verteilt sich eigentlich das Interesse sozusagen aus unserer Branche. Sie sehen natürlich, da gibt es einen Balken, der jedes Jahr da etwas herausragt. Das sind die Bauunternehmen. Wir haben die wirklich erfreuliche Entwicklung, dass wir dieses Jahr, das sind knapp 450 Teilnehmer, in den letzten Tagen kamen noch einige Anmeldungen dazu, damit einfach weiterhin eine ganz tolle Dynamik, was das Interesse an den Themen anbelangt, die wir hier bearbeiten. Davon etwa 45% eben heute Vertreter aus Bauunternehmen. Worüber ich mich aber sehr freue, ist, dass wir in den letzten Jahren ein zwar kleines, aber stetiges Wachstum haben bei den Teilnehmern aus den Gruppen der Bauherren, der Projektmanager, die ja oft dann die verlängerten Arme sozusagen der Bauherren sind, und auch zunehmend der Planer. Ich freue mich auch, dass viele Berater unter uns sind, die eben mit ihren Leistungen Sie als Anwender unterstützen und befähigen, Methoden anzusetzen oder anzuwenden. Ich freue mich, dass die Gruppe der Wissenschaftler auch stark ist, mit knapp 45 Teilnehmern und einige andere Gruppen. Ich will an der Stelle die Chance nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir neben der Konferenz auch andere Plattformen haben, sich auszutauschen. Dazu gehören die regionalen Praxisgruppen. Sie sehen hier unsere GLCI-Landkarte. Wir haben dieses Jahr eine weitere in Bielefeld gründen dürfen. Und dort können Sie auch im kleineren Rahmen, vertrauteren Rahmen eben sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche austauschen. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, wann, wo was passiert, es gibt einen Newsletter, den Sie über die Homepage beziehen können, wo alle Termine und auch Berichte über Veranstaltungen dort dokumentiert sind. Noch ein Wort zur Mitgliederentwicklung im GLCI. Auch das ist eine erfreuliche Entwicklung und letztlich auch ein Spiegelbild der Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei der Konferenz. Sie sehen jetzt seit sozusagen Beginn unserer Arbeit ein ja, einigermaßen konstantes Wachstum. Und ich will diejenigen von Ihnen, die diesen Schritt vielleicht noch nicht gegangen sind, einladen, darüber nachzudenken, das zu tun. Denn mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie nicht nur sozusagen mit Ihren Beiträgen, die vielen Aktivitäten, die wir entfalten, um Lernen und Austausch zu ermöglichen, sondern Sie bringen letztlich sowohl nach innen, in Ihren eigenen Unternehmen, als auch nach außen zum Ausdruck, dass Sie eben diesen Ansätzen eine Bedeutung zumessen, dass das bei Ihnen auf der strategischen Agenda auch oben steht. Und ich glaube auch, dass Sie damit ein Zeichen setzen und last but not least stärken Sie natürlich das GLCI und auch die Stimme, die das GLCI in unserer Branche erheben kann, um diese Ideen, die wir ja hier besprechen, gemeinsam
auch stärker in die Branche zu tragen. Ich möchte einige Hinweise zur Konferenz geben, damit wir einen guten und reibungslosen Ablauf haben. Zunächst mal freue ich mich, wir haben in diesem Jahr das erste Mal die Möglichkeit eröffnet, dass auch Unternehmen als Sponsoren dieser Konferenz auftreten können. Wir haben zwei Premium-Sponsoren mit der Refine AG und DU Diederichs Projektmanagement und darüber hinaus vier weitere Sponsoren mit der IFA Bauconsult, Wolf & Müller, Staufen und Fischer Consulting. Und das ist nicht nur sozusagen eine Unterstützung, die hier zum Ausdruck kommt, sondern es ist für mich auch ein Signal, dass diese Sponsoren letztlich uns auch als eine relevante Community ansehen. Und ich bin sicher, dass die Zahl der Sponsoren im nächsten Jahr noch steigen wird. Ja, diejenigen, die das letzte Mal schon da waren, wir haben letztes Jahr das erste Mal eine App gehabt für die Konferenz. Sie alle sollten Zugangsdaten bekommen haben in der letzten Woche. Ich lade Sie nochmal ein, die Konferenz-App herunterzuladen. Das ist Smart Event Apps. Sie müssen dann dort die Event-ID eingeben. Das ist GLCI 2019. Und mit dem Pluszeichen, was dann kommt, können Sie sich im Prinzip dann auf die Konferenz einloggen. Und dort haben Sie die Möglichkeit zu interagieren. Auch wenn wir nachher Fragerunden haben, können Sie Ihre Fragen dann über diese App dann auch einspielen, was die Moderatoren dann bekommen, um diese Fragen aufzunehmen. Sie können sie natürlich auch persönlich stellen. Das ist noch schöner. Und vor allen Dingen können Sie uns Feedback geben. Sie können Feedback geben am Ende der Konferenz. Sie können, und das, oder wir wünschen uns das und auch die Referenten, Sie können dann, wenn Sie auf die jeweiligen Vorträge klicken, auch am Ende des Vortrags auch direkt Feedback zu den Vorträgen geben. Und ich möchte auch nochmal die Moderatoren der Sessions bitten, in den Sessions auch nochmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, damit wir möglichst viel Feedback bekommen. Also GLCI 2019 ist die Event-ID, Smart Events. Das Programm will ich nicht im Einzelnen jetzt durchgehen, sondern nur von der groben Struktur. Wir werden jetzt im ersten Block gleich die Keynote haben und dann die Verleihung der GLCI-Förderpreise für akademische Abschlussarbeiten. Dann haben wir die beiden mittleren Blocks, die wie gewohnt sich in Sessions aufteilen. Im ersten Block mit den Sessions Anwendungen in der Verkehrsinfrastruktur, Lean Design und Projektabwicklungsmodelle und daneben das erste Mal eine Lean Research Expo. Dann im zweiten mittleren Block oder im ersten Block nach dem Mittag haben wir die Sessions Lean Production, Lean im Hochbau, Lean Transformation, dann Lean aus Bauherrensicht und auch das erste Mal eine Lean Coffee Session. Und im letzten Block kommen wir wieder zusammen im Plenum, werden die Verleihung des Lean Construction Project Awards haben, werden nochmal einen Block haben, wo wir uns dem Thema Lean in der Planung zuwenden und dort auch mit einer Podiumsdiskussion über dieses Thema thematisch die Konferenz beenden werden. Von der räumlichen Aufteilung ist es so, dass wir durch das Wachstum der Konferenz diesmal sozusagen auf zwei Etagen uns verteilen. Wir haben also diesen großen Raum, in dem auch durchgängig Sessions stattfinden. Wir haben den Raum Gold 2 plus 3, wo Sessions stattfinden. Die Pausen finden alle auf dieser Ebene statt, hier inklusive diesem Raum hinter dieser Wand. Und wir haben auf der fünften Etage dann noch Räume, in denen eben weitere Sessions und auch unsere Lean Research Expo und Lean Coffee vorgesehen sind. Das heißt, am Ende der Pausen können Sie dann sich sozusagen zu den Fahrstühlen begeben für diejenigen, die dann dort sind. Es wird auch so sein, dass ein Fahrstuhl sozusagen für uns dann geblockt sein wird, damit wir hoffentlich einen möglichst flüssigen Verlauf dann haben für diejenigen, die diesen Weg auf sich nehmen müssen. Dann möchte ich ganz gerne natürlich diese Gelegenheit nutzen, schon auf zwei Konferenzen in 2020 hinzuweisen. Das eine ist die sechste GLCI-Konferenz, 25. und 26. November 2020, wieder in Frankfurt. Wird auch in der Pause immer wieder durchlaufen, wer es jetzt nicht sozusagen direkt erwischt. Und viele von Ihnen wissen, dass wir uns dieses Jahr zum ersten Mal an einer Konferenz beteiligt haben, auch in der Organisation federführend, zum Thema integrierte Projektabwicklungsmodelle. Und dazu wird es eben auch eine Wiederauflage geben am 24. Juni 2020 in Berlin.
Und auch da lade ich diejenigen von Ihnen, die sich für dieses Thema interessieren, ein, sich das bereits vorzumerken. Ja, vielleicht noch einige kurze persönliche Bemerkungen. Ich freue mich immer auf diese Konferenz. Das ist für mich ein persönliches Highlight im Jahr. Nicht nur, weil es natürlich mit Blick auf die Vorbereitung einen gewissen Fokus erfordert, aber weil ich mich einfach sehr auf die Begegnungen mit Ihnen freue. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das, was diese Konferenz vielleicht ein bisschen auszeichnet? Das eine ist aus meiner Sicht, dass wir hier im Raum Vertreter haben aus allen projektbeteiligten Gruppen, aus der gesamten Wertschöpfungskette des Bauens. Sie haben es ja an dieser Statistik gesehen. Bauherren, Planer, Projektmanager, Bauunternehmen, Einzelunternehmen, also Gewerkeanbieter, Berater, IT-Anbieter, zunehmend auch Juristen, was mich sehr freut. Weil auch dort natürlich Wertschöpfung, die Wertschöpfungsperspektive, wenn sie eingenommen wird, einen sehr guten Beitrag leisten kann in unserem Projekt. Also die gesamte Bandbreite der Wertschöpfungskette ist vorhanden. Das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet. Das Zweite, was ich toll und besonders finde, ist, wenn Sie so ein bisschen dann gucken, wir haben Vertreter über alle Hierarchieebenen in den Unternehmen und Organisationen hier. Sie haben hier CEOs und Managing Director von großen Organisationen und daneben sitzt ein Berufsanfänger. Sie haben Hochschullehrer und daneben sitzen Studenten. Sie haben erfahrene Architekten oder Projektmanager und daneben sitzt ein junger Planungsingenieur oder eine junge Planungsingenieurin. Das, finde ich, ist etwas, was diese Konferenz ausmacht, weil wir eben auch Hierarchieebenen damit nicht nur symbolisch, sondern faktisch ein Stück weit überwinden. Und was ich aber ganz besonders erwähnenswert und klasse finde, ist eben, dass wir hier sind, um auch diese Kultur des Lernens, die in der Lean-Philosophie ja so wichtig ist, auch mit Leben zu füllen. Wenn Sie sich fragen, woran erkennt man, wenn man auf eine Baustelle kommt, dass es eine Lean-Baustelle ist? Ne? Wir sagen ja so schön, die Baustelle ist jetzt Lean. Woran erkennt man das? Sind das die Post-its, die an der Wand kleben? Oder die Stecker an der Tafel? Ist es die Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle? Also es gibt viele Dinge, woran man das erkennen kann. Ja, vielleicht. Ist es, dass es die Tatsache, dass es ein Big Room gibt? Ist es, dass man irgendwie spürt, da ist Fluss? Ist es vielleicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Ich höre immer mehr Berichte von Projekten, wo man Lean-Methoden einsetzt, Lean-Ansätze, wo gesagt wird, dass die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter nicht mehr durch die Anzahl ihrer Überstunden zum Ausdruck gebracht wird. Daran erkennt man auch, glaube ich, das, was möglich ist. Für mich persönlich ist einer der wesentlichen Faktoren, die anderen haben sind auch Zeichen, aber für mich persönlich eine der wesentlichen Faktoren, die Frage, ist tatsächlich das kontinuierliche Lernen in irgendeiner Weise systematisch verankert in diesem Projekt. Das finde ich persönlich als ein Gradmesser. Und das ist für mich die Brücke zu dem, was wir hier leisten wollen zu der Konferenz. Wir sind hier, um zu lernen. Wir sind aber auch hier, um unsere Erfahrungen weiterzugeben. Gute Erfahrungen und weniger gute Erfahrungen. Wir sind hier, um Wissen zu teilen. Wir sind hier, weil wir sagen, wenn wir Wissen teilen, sind wir davon überzeugt, dass wir auch etwas zurückbekommen. Und das sind für mich alles Dinge, die uns in dieser Community auszeichnen. Ich war vor 4 Wochen in den USA auf dem LCI-Kongress und die Präsidentin des LCI hat bei ihrer Einführung gesagt, was sie schätzt an der Community, dass die Menschen, die dort zur Konferenz kommen, es waren 1600 bei dieser Konferenz, sie hat gesagt, die Menschen geben an der Tür ihre Egos ab und kommen rein, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und einander zu stärken und miteinander Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Und dazu gehört eben auch der Respekt, dass wir erkennen, dass eben manche früh auf ihrer Reise sind und andere schon weiter unterwegs. Wie gesagt, ich selber freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf den Tag. Gestern war schon ein toller Tag. Und ich wünsche uns allen eine bereichernde Zeit und viele tolle Erfahrungen. Ganz herzlichen Dank.